mal bei, für die Spieler einzeln machen und für die Allianz insgesamt machen. Man kann nach Punkten sortieren und man kann auch die Entfernung sortieren. Man kann nämlich sagen, okay. Ja, also die Entfernung zum... Ja gut, Entfernung wird hier scheinbar nicht Ranglistenplatz gemacht, sondern hier wird scheinbar Entfernung gemessen in... wie weit ist man von dem und dem entfernt. Hier haben wir sogar eine League of Legends Gruppe. Ich spiele ja selber League of Legends, ist ja geil. Gar nicht schlecht. So, hier nochmal für die Allianz. Und hier auch vergessene Basen zerstört und Spielerbasen zerstört. Kann man auch alles sortieren. Und damit man nicht seinen Namen mal eintippen muss, um seinen Rang zu sehen, kann man hier auch einen Button meinen Rang anzeigen, damit man einfach ganz schnell sich selber sieht. Also in dem Fall wäre es meine Allianz, in der ich drin bin, die auf Platz 91 ist. Also Rang 91. Und hier kann ich das natürlich auch machen. 2775. Da sieht man's. Jo, das waren erstmal alle Features des Interface, was man hier hat. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Kampf. Da schließen wir mal das Fenster hier und sehen hier, da ist ein Lager. Da klicken wir mal aufs Lager und klicken auf Angriff. So. Wie gesagt, ich kämpfe mit meinem schon jetzt gebauten Angriffsobjekten, weil ich jetzt gerade nicht genügend Punkte habe, um abzugraden, BZW, um Sachen neu zu kaufen. So. Dieses Angriffslager, Moment, ich glitch nochmal. Der Pfeil ist weg. So, ich guck nochmal nach unten. Stufe 4, Stufe 7. Das Ding, meine Objekte machen das mit Leichtigkeit weg, deswegen brauche ich mich darum keine nicht zu kümmern, sondern kümmere mich um die obigen Sachen, denn ein Objekt fährt immer nur geradeaus, beziehungsweise geht immer nur geradeaus. Das heißt, es muss, um eine Basis weiter zu zerstören, muss das Objekt auf einen Teil der Basis treffen, sozusagen. Wenn nicht, dann greift dieses Objekt, wenn kein anderer Teil der Basis in der Nähe ist, nicht an, sondern sagt, bricht den Angriff einfach ab. Geht ganz oben bis zum Ende und sagt Tschüss. Deswegen sollte man seine Objekte, hier seine Angriffsobjekte, sollte man schon so platzieren, dass dieser auch auf einen Teil der Basis kommt. Also treffen. Entweder hierauf, auf die Sammler oder eben hierauf. Wenn man jetzt zum Beispiel einen hier platziert, dann würde der jetzt diese Basis angreifen. Wenn man jetzt hier diesen hier nimmt, würde er, weil der Radius so groß ist, diesen noch angreifen, weil diese Verteidigungszentrale ist in seinem Radius. Das heißt, der würde es auch noch angreifen. Ich mache es einfach mal so, um es euch zu zeigen. Man müsste übrigens mehrmals angreifen, weil man hat nur ein ganz bestimmtes Zeitlimit, welches aber nicht angezeigt wird. Dann werden nämlich automatisch die alle hier abgeholt von Raumschiffen. Ich platziere mal kurz so hin, dass ich einmal hier einen nicht so übelst guten habe und einen guten hier so hin. Die greifen dann das hier an und ich weiß nicht, ob der auch noch diesen Turm hier angreift, das hier angreift, weiß ich jetzt nicht. Beziehungsweise der macht das dann ja. Und das mache ich einmal auch hier, denn dann habe ich nämlich alle Gebäude versorgt. Das heißt, alle Gebäude können angegriffen werden. Wobei ich nicht glaube, dass alle mit einem Rush jetzt hier zerstört werden, sondern ich müsste das mehrmals machen. Aber greifen wir mal an. Und da sind sie weg, oder diese Decke gelutscht, warum auch immer. So, ich habe hier tierisch Lags. Soundglitches. Das liegt aber, wie gesagt, daran, dass der Server überlastet ist. Und das sieht sogar gut aus, dass wir so seinen Einrush haben. Na, da wird der eine schon abgeholt. Ne, wir haben es nicht geschafft. Wir müssen da nochmal ran. Da werden wir abgeholt.
Wir haben trotzdem einen Sieg gemacht, Sieg vonstatten bekommen, Sieg erreicht, bla 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 bla, wie man das nochmal ausspricht. Mindestens mehr als die Hälfte haben wir von dem Lager zerstört. Dann warten wir nochmal 1 Minute und 15 Sekunden, dann können wir nochmal angreifen und haben wir auch das ganze Lager zerstört. Gehen wir mal zurück in mein Lager rein. Wir haben jetzt im Inventar, weil wir so ein Objekt angegriffen haben, so eine Basis angegriffen haben, beziehungsweise ein Gebäude angegriffen haben, welches ein Item hatte, haben wir ein Item in unser Inventar bekommen. Dieses Item beinhaltet 3000 Energie. Das können wir jetzt benutzen, das tun wir auch, das kostet nur 10 Punkte, das benutzen. Ja, 10 Punkte. Und man muss natürlich gucken auf den Rang. Energie Stabsgefreiter kann ich einsetzen, weil ich der Rang ja auch bin. Und dann nutzen wir das Objekt mal, dann kommt hier kurz ein Zack. Objekt verwendet, Objekt verschwindet und wir haben die Energie bekommen. Ja. So, bla bla bla. Ich werte hier nochmal kurz auf. Ich werte mal... Soundglitch. Ja, Upgrade Complete, Soundglitch, das habe ich leider sehr oft hier in dem Spiel, Soundglitches, aber ja, gut. Man kann damit leben, man kann den Sound ja auch, wenn man jetzt wenn es ganz krass und krank ist, oder krank und krass zusammen sagen, das heißt ein krass, naja, will ich gar nicht mehr erst versuchen, wenn es ganz krass ist, dann kann man die Musik auch hier in den Optionen ausschalten, also bloß ist ja nicht. Aber für diesen Test hier oder Show the Game bla 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 extra Video würde ich das gerne lassen. Den Sound gerne lassen. So. Ich guck mal kurz, ob ich schon weiter angreifen kann. Ja, ich kann wieder angreifen. Hier zum Beispiel die Objekte könnte ich jetzt reparieren, aber im Moment erstmal nicht. Wir gucken nochmal, ob ich das. Okay. Da mache ich mal. Ja, die können noch. Nee. Nee, das mache ich mal anders. Jetzt denke ich mal ein bisschen taktisch um. Die beiden Pitbull-Dinger sind natürlich richtig stark. Die sind zwar nicht so stark. Aber hier ist auch noch so wenig, Lebenspunkte, sag ich mal. Dass die beiden den Sammler zerstören können. Und der Pitbull, also die Basis. Dieses Gebäude da oben hat noch so viel Lebenspunkte. Also der Bauhof, das ist sozusagen die Basis. Dass die beiden den vielleicht sogar zerstören können. Dass eben die Chance groß hoch ist, dass die beiden die zerstören. Und dass wir dann mit diesen Rushen jetzt auch die Basis vollständig eliminiert haben. So, gucken wir mal. So, solche Ölleichen, Pfützen, Wasserpfützen oder andere Sachen, die verlangsamen die Angreifer natürlich ein bisschen. So, das haben wir zerstört und gucken mal, ob... Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, doch, wir haben es geschafft. Vollständiger Sieg. Dachte schon, das würden wir nicht hinbekommen. Haben die Basis vollständig zerstört. Das ging ziemlich schnell. Und das heißt jetzt auch, dass diese Basis jetzt von der Map verschwindet. Flupp. Und gleich an der Stelle wieder ein Lager auftaucht. Hier. Ein Lager. Hier haben wir dann eben wieder. Aber das greifen wir jetzt nicht an. Weil wir kommen jetzt auch langsam mal zum Ende dieses Videos. Und ich hoffe, naja, es war ein bisschen informativ. Und ihr könnt vielleicht, überlegt euch vielleicht auch mitzuspielen. Wenn ja, vielleicht schreibt ihr einfach mal, wenn ihr in unserer Allianz wollt. Ich zeige euch mal den ihr anschreiben müsst, weil ich habe selber kein Recht, Leute einzuladen. Schreibt doch einfach mal, ich weiß nicht, ob wir noch Leute einladen, Leute noch nehmen. Schreibt einfach mal hier, Viper 8000, nochmal. Hier nochmal,
Viper 8283. Schreibt ihn mal an, ob ihr vielleicht nicht auch in die Allianz Obkusitas rein könnt. Hier mit Nachricht könnt ihr ihn mal anschreiben. Vielleicht lädt er euch ja ein. Wie gesagt, wir sind jetzt, also versuchen zumindest keine Allianz zu sein, die jetzt jeden einfach einlädt, einfach damit wir eine Allianz haben, die super groß sind und dann tausende AFK-Leute haben, die eigentlich gar nicht mal online kommen und gar nicht mehr spielen, dann ist die Allianz vollgemüllt mit irgendwelchen Plätzen, die wir auch für andere nicht Core-Gamer, sondern Hardcore-Gamer eigentlich. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Also zumindest, bestimmt wisst ihr, was ich meine. Zumindest, wir versuchen schon, eine Allianz zu sein, die auch wirklich Spieler drin hat, die wirklich auch das Spiel spielen. Und nicht einfach mal gucken, okay, wir sind jetzt, ich spiele jetzt dieses Spiel, gucke, okay, es gefällt mir nicht so gut, ich spiele das Spiel nicht mehr. Reicht auch, wenn ihr jetzt immer mal jeden Tag mindestens einmal online kommt und eure Bonis, die eure Basis da ja mal abwerfen, einsammelt. Das reicht auch vollkommen. Aber ihr solltet schon auch mal online sein. Weil das bringt uns, unsere ganze Allianz bringt das nichts, wenn ihr die ganze Zeit AFK seid. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal Viper 8283 anschreiben. Hier einfach mal seinen Namen suchen. Oder die Allianz suchen, eben mal seinen Namen oder was auch immer, und dann hier auf Nachricht gehen, dann könnt ihr ihn automatisch anschreiben. Betreff, bla bla bla, einfach aufs Absenden, tschüss, und dann habt ihr es. Und wenn er euch dann anschreibt, ja, gerne, dann schickt er euch eine Einladung, und wenn nicht, dann eben nicht, aber mehr als Nein sagen kann er ja nicht. Er kann euch ja nicht dadurch, beziehungsweise er kann es schon, aber wahrscheinlich seid ihr, wenn ihr ein neues Spiel beginnt, so weit weg von dem Spieler, dass er euch nicht angreifen kann, weil die Reichweite einfach zu groß ist, dass er das nicht schafft. Also, mehr als Nein sagen kann er nicht, euch angreifen kann er auch nicht wahrscheinlich, weil ihr in diesem Gebiet nicht mehr spawnen könnt, weil da schon alle Plätze vergeben sind. Aber es sind ja noch genügend Plätze frei. So in meiner Umgebung sind da noch ein paar Plätze frei, da könnt ihr euch spawnen. Und wenn ihr unbedingt auch in die Allianz wollt und mich gefunden habt, aber nicht wirklich ihn, dann könnt ihr mir auch eine Einladung, beziehungsweise eine Frage stellen, ob ihr, und ich kann das dann weiterreichen. Das kann ich machen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Spiel, beziehungsweise, ja, kommen wir noch zu einem ganz gewissen Punkt. Das Ausloggen! Wie loggt man sich aus diesem Spiel denn aus? Nirgendwo gibt es einen Auslog-Button. Nirgendwo habe ich erklärt, dass irgendwo ein Auslog-Button, beziehungsweise gezeigt habe, dass irgendwo ein Auslog-Button ist. Wer Lord of Ultima spielt, beziehungsweise gespielt hat oder mal in der Beta war, weiß, dass es keinen Auslog-Button gibt. Und wenn ich jetzt sage, Lord of Ultima, das sogenannte Schema, ist etwa so wie das Schema wie Command & Conquer Tiberium im Allianz, das Browser-Game, dann wissen eigentlich die meisten schon, wie man sich hier ausloggt. Nämlich einfach die Seite verlassen. Man verlässt die Seite und dann ist man einfach wieder ausgeloggt. Warum man nicht kein Auslog-Button einsetzt, weiß man nicht. Aber das Spiel, so sagen die Entwickler, so haben die Entwickler das bei dem Spiel Lord of Ultima gesagt, und so sagen die das hier auch. Das Spiel läuft ja im Hintergrund kontinuierlich weiter, und da das Spiel kontinuierlich im Hintergrund weiterläuft, benötigt man keinen Auslog-Button. Weil man loggt den Account aus, aber das Spiel läuft ja weiter. Ne? Blöd. Gut. Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, aber wenn man dadurch eben aus dem Spiel rauskommt und der Account auch ausgeloggt wird, das heißt, der Account ist immer online, man muss sich eben mit dem Nutzernamen und Passwort wieder einloggen, finde ich das okay. Weil das funktioniert auch wirklich. Wenn du dich ausloggst, dann bist du auch aus der Webseite automatisch ausgeloggt. Also wenn du das Spielefenster schließt, dann wirst du auch aus der Webseite automatisch ausgeloggt und du musst dich erst wieder einloggen mit deinen Daten. Egal, ob du gespeichert hast oder nicht. Und das finde ich dann schon okay. Ist nur ein bisschen umständlich, weil man keinen Auslog-Button hat, muss man nämlich das Fenster schließen bzw. zurückgehen, wenn man sich nämlich ausloggt. Aber war schon bei Lord of Ultima so. Und ich
fand es nicht schlimm. Es ist jetzt nicht eine Sache, wo man jetzt sagen kann, hey, verdammt, das Spiel ist jetzt total scheiße, weil man sich jetzt so blöd ausloggen muss. Nein, das ist es nicht und das wird es auch nicht sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde vielleicht weitere solche Videos mal machen, wo ich euch Spiele vorstelle, die vielleicht ansehbar sind. Browser Games, Client Games, whatever. Kann man ja mal machen, muss man aber nicht. Ich werde es aber trotzdem tun. Würde ich mich ab hier verabschieden, weil es ist vorbei. Es ist zu Ende. Und es werden wahrscheinlich zwei Parts werden. Aber egal. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Habt noch eine schöne Zeit und spielt Command & Conquer Tiberium Allianz. Einfach, weil ich es auch spiele. Nein, einfach, weil es cool ist. So, es ist ein richtig tolles Spiel. Für ein Browser-Game wirklich mal eine richtig gute Idee. Also, bis dann. Tschüss.